So, meine ganzen Freunde, ihr seid back zum lang, lang ersehnten Mario Party 3, zum letzten Teil unseres Togethers, natürlich mit Azuka. Ja, ja, genau. Wir sitzen hier heute wieder zusammen vor dem Mikrofon. Ich muss mal gucken, passt das wirklich so? Ich glaube schon, ne? Ich denke, ja. Kannst du mal ins Mikro stöhnen? Wenn die Leute laut genug hören, dann merkst du das in den Kommentaren. Gut, wir vergessen das und gehen weiter. Endlich in die Creepy Caverns. Ich hab keine. Wo sind wir überhaupt hier? Oh, ich bin direkt dran. Ja, du hast direkt hier das goldene Los. Keiner weiß, was los ist. Lass mal laufen. Ja, das ist warte mal, ich muss erstmal Karte gucken. Ja, genau. Wo ist der Stern überhaupt? It's a little bit long hair und so. Hast du schon mal richtig die Karte? Ist das Chunks Time? Ja, das ist Chunks Time. Ja, ist jetzt nicht so toll, ne? Warte mal, wo ist eigentlich der Stern? Ja, das weiß ich ja auch nicht. Das ist schon so lange her jetzt. Mal. Tut mir leid übrigens, Freunde, für die Verzögerung. Da gab es immer ein bisschen Probleme, weil, naja, sogar hat der Finger zu tun und so. Ich bin ja eigentlich ein scheiß Nerd-Let's Player und so. Der nur in der Abendschule gammelt und voll viel Freizeit hat und so. Da hinten. Ja, da müssen wir wieder links, das heißt, ne? Zug fahren. Ja, Zug fahren, da musst du sowieso nach rechts, glaube ich, weil du musst ja hinten dann rechts wieder rum und dann unten zum Zug und dann fahren, ne? Schade, ich hatte überlegt, eigentlich Chunks Time mitzunehmen, aber. Willst du Chunks Time echt machen? Ah, ja, warum nicht? Chunks Time ist scheiße, Mann. Ich verliere da mal die Sterne. Warte mal, nee, da muss ich doch. Ja, du musst sowieso dahin. Da gucke da jetzt, dann fall wieder runter. Warte und dann mal, kannst jetzt du ganz kurz, das muss ich dann nochmal gucken. Und dann kommst du da an und kannst da hochlaufen. Also Wario ist eh leider. Also muss ich. Stimmt eigentlich. Ja. Ich würde dich trotzdem nicht bitten, Chunks Time zu machen. Kann die Augen zu machen. Cool, wow, das bringt's jetzt voll. Du musst nach oben drücken und schon kommt Chunks Time. Ja. Mach, was du denkst. Wenn du Chance machen möchtest, mach halt. Naja, ich meine, ich hab 2 Sterne. Guck mal euch alle an. Ja. Dann mach einfach mal. Was jetzt? Mach einfach. Okay. Knöpfchen drücken. Oh Gott, Hilfe. Ausrufezeichen. Ich bin lebensmüde. Ja, ich brauch eine Shotgun. Für die ganzen Pilze da hier. Oh Gott. Machst du eine Pilzsuppe draus? Stinkies. Das sieht ja voll komisch aus, im Gegensatz zu den vorherigen Spielen. Hast du schon mal gesehen, ja? Nee, eben. Siehst du, genau deswegen habe ich genommen. Ja, eine tolle Ausrede! Das ist ja auch nicht Chunks Time. Möglichkeiten eröffnen, das Spiel. Das Glücksspiel. Was? Früher hast du ja noch nie Chunks Time gemacht, ne? Aber es sieht komischerweise anders aus, ne? Kannst ruhig laut vorlesen. Und jetzt, wer erhält den heutigen Preis? Ja, bestimmt nicht Icke, Alter. Mal, ich weiß gar nicht, wie das gelinkt hat ist. Ja, mit A musst du machen. Nee, ich meine. Also ja, das Item geht von links nach rechts. Also, das ist der das am Ende kriegt. Kann ich dabei verkacken, ja, aber. Naja, du kannst halt nicht dich, sondern einen anderen nehmen. Also, wenn ich mich da wähle, dann kann ich. Du musst jetzt erstmal das machen. Du kannst jetzt nicht eins der anderen vorher nehmen. Ah, dann nehme ich jetzt einfach mal mich. Das ist logisch. So. Ja, jetzt muss noch einer der anderen drei. Oh, jetzt wird erstmal geguckt, was hier geben wird. Oh Gott. Scheiße. Oh Gott. Ich will die Preise und kann kotzen. Ich bin wenigstens auf einen Stern, außer ob ich den kriege. Nee, den kriegst du nicht. Lass nicht gut sein. Scheiße. Hä? Wer gibt. Was ist denn bitte? Eine Münze? Nicht mich bitte. Eine Münze. Echt jetzt? Super. Ja, Fetti ist mega. Alle Münzen! Oh! Oh Alter! Fuff, Alter! Bist du nur von Suchti? Ich wollte eigentlich Sterne haben, aber naja. Alter! Kann ich auch mitleben. Was auch mitleben? Geldgeil. Geldgeil YouTuber, yeah. Alter, du hast jetzt. Hab ich gut gemacht! Ja! Toll! Du hast das eiskalt den Münzstern ergattert. Na toll! So, wo wollte ich eigentlich lange? Ich weiß es nicht mehr. So lange her, Hilfe! Ich wollte auf jeden Fall mit der Bahn fahren. Ich bin ja Bahnfahrerkind, ne? Ich bin ja Autos nicht gewohnt. Könnte also sein, dass ich an Wario noch vorbeirenne, wegen Goldpilz benutze. Ich probier's mal einfach. Bist du schon wieder voll mit am Mitbieten, wa? Ja. So, jetzt hier was holt! Was holt! Was holt! Wow, cool. 3, 4, 5. Beim Pokern hätte ich jetzt eine Straße. Toll. Los, Mario, das schaffst du trotzdem. Was? Was? Das war irgendwie fail. Hä? Aber. Ah, der Stein ist ja gar nicht hier. Fail. Ah, da oben ist. Ah, da oben ist Fragezeichen, Action. Aber dann ist es egal, weil sowieso. Oh nee, auf Rot geht nicht. Dann nehme ich lieber das Fragezeichen. Hey, Bruder. Fragezeichen, hi, tschüss und tschüssi. Ich werde jetzt erstmal mit den Tutor hier. Hallo. Oh mein Gott. Wow, wow, wow.
Asuka macht hier gerade voll mit hier mit dem Beat, Alter. So, Fetti, was macht der? Kommt nicht mal zum Stern, bist du schlecht, ey. Oder hat der gar kein Geld jetzt mehr? Hast du gut immer. Haha. Alter, da weht. Lawinenschlawiner. Lawinenwiener? Hä, was mit Wiener? Würstchen? Essen? Hunger? Ah, Ditte! Also das ist cool, kennst du schon? Ich muss lesen. Nein, ich glaube nicht. Drücke wiederholt B, um einen Schneeball zu bauen. Rolle ihn, bis er groß genug ist, und drücke A, um die Gegner zu treffen. Aha. Wegen Schneeball drücken, also du kannst dich bewegen und den Schneeball vor dich herschieben. Mit A schießt du den Schneeball ab und du musst erstmal B drücken, bis so ein ganz kleiner Schneeball da ist, und den kannst du dann schieben, bis er ganz groß ist, und dann ihn rauskicken. Und natürlich, je größer der Schneeball, desto härter trifft er deine Gegner. Ja. Aber desto langsamer rollt er auch. Also ich glaube, das muss ich erstmal spielen, um... Wollen wir mal Praktisen? Wollen wir mal Praktise machen? Weil du willst ja Geld bestimmt, du bist ja geiler YouTuber. Na gut, dann machen wir. Du bist auch kein Geld da, wenn der Nicker. Praktise! So, ist jetzt einfach Start drücken? Ich glaube schon, ne? Ja. Sieht so aus. Ist das jetzt wirklich Übung? Das ist jetzt Übung, glaube ich. Sicher? Kann man Praktise machen? Jo, da kann man mit R fit machen. Nam 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 Scheiße! Scheiße. Ah, lad den Ball, Mario! Ah, Scheiße, Mann, ey! Das klappt nicht! Ja, friss das, Mann! Fuck. Oh, ich bin ja nicht rausgeflogen. Ah, geh weg, ey! Zaf! Komm schon, go on! Zaf! Ah. Mann, Kacke! Scheiße! Quabbeln, Mann! Ja, aber kapiert, wie es geht, ne? Ja, auf jeden Fall. Boah. Ich finde das cool, wenn ich spiele, macht Spaß irgendwie. Aber wir haben ein Dwarf-Ziel. Ich wüsste, ich hier voll der Minispiel-Profi lang geübt und du kommst hier beim ersten Mal an und die kriegt den nicht rausgeschmissen. Ja, die Kugel ist wirklich extrem langsam, Alter. Erstmal schön Button smashen, bis die kleine Kugel ist, und dann muss man erst schieben. Jetzt, Mann, oh, ich lauf immer irgendwo rinnen. Kacke, Mann. Wow, Yoshi. Scheiße. Nein. Wow, wieso ich? Nein. Scheiße, Hilfe. Fetti, los, schieß ihn ab. Wieso läuft der so langsam? Kann man irgendwie rennen? Scheiße. Was? Oh, Gott sei Dank. Nicht getroffen. Fail. Oh Gott. Fetti sammelt Schnee. Scheiße. Hilfe, Hilfe, nein! Ah, Schafft! Oh, jetzt haben wir Bede nicht gewonnen. Okay, da hätte ich nicht so viel halt. I'm in the best. Du bist so fettest, Mann. Speckrolli, du. Sushi-Rolle rollt sich selber auf die Rolle und so, wie es schon. Bam, 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 bam. Wir sind gerade in Draw, wir Bede nicht gewonnen, und jetzt kommt Fetti und macht hier voll den Sack zu. Wisst ihr, voll unfair. So, aber Yoshi, der macht gar nichts, der läuft einfach rum. Und ein Trollt die anderen Spieler. Oh, der will auch wieder fahren, aber diesmal kommt er nach rechts hier. Also natürlich keine politischen Richtungen, ne? Muss man ja mal erwähnen. Du musst ja bloß immer rechts sagen. Ich muss rechts lang biegen. Nazi. Und so ist halt, kennt er ja. No. Aber ich glaube, man kann immer nur rüberfahren, wenn der Stein da ist, wa? Also ist ja eigentlich günstig für dich, wa? Wenn du jetzt rüberfahren willst, ne? Oh, hast du ein Schwein, jetzt hättest du alles Geld einsetzen müssen bei dem Scheigeilfeld. So, ich muss jetzt erst über die Bank und kann dann... Ach Gott, das ist ja der Weg übel zu lang, Alter. Nee, halt. Ah, nee, Fetti kommt noch gar nicht dahin. Der muss ja jetzt... Ach so, ich Doofling. Haha, jetzt hätte ich mein Goldpilz gebraucht. Warte, ich hab eine Idee, warte mal. Item? Hier, Giftpilz. Nee, für die Fettbacke, wo ist denn die? Ist doch da unten. Du kriegst aufs Maul, fress giftige Pilze. Ja, ist ja nicht, als ob der nicht essen würde, was nie giftig ist, ne? So wie er aussieht. Okay, wir haben Goomba-Battle, geil! Hier, 5 Münzen. Piss auf, du, Alter.
Dom. Zweifel Battle. Yay. Scheiße, meine... Und wie viele Münzen? Meine Münzen, 50! Ey. Nein! 30! Viel zu wenig! Und jetzt krieg ich mal etwas. Pass auf, jetzt kommt wieder das komische Farbspiel mit dem Kettenhund. Da warst du schon mal dabei, ne? Keine Ahnung, kann sein. Ne, ich weiß es nicht. Das Farbspiel mit dem Kettenhund. Kettenhund-Karussell. Anni ist nie dabei, gut, Gott sei Dank. Ach, Regentanz, alles cool. Ist ja, für 5 Runden werden die Wassertacken stärker, ne? Nee, warte mal. Na, bei Pokémon, ne? Regentanz. Ach so! Dachte ich hier. Nee. Hab ich gerade gewundert, hä? Nee, also, ist eigentlich ziemlich einfach, der Minispiel. Halt einen Topf unter die Regenwolke und bewässere deinen Schnapp-Piranha. Je mehr Wasser, desto besser. Wegen? Ist klar, mehr brauchst du nicht. Die Regenwolke zieht hin und her. Bleib hinter ihr. Unter ihr. Dein Schnapp-Piranha blinkt auf, sobald er Wasser bekommt. Also die Wolke fliegt da hin und her und du musst immer versuchen, hinterher zu laufen, möglichst viel Wasser einzusammeln. Und da muss ich jetzt mein Piranha aber bringen. Oder nicht? Heavy. Na, muss ich dann zu meinem Piranha laufen und. Nee, du hast einen Topf mit der Piranha-Pflanze in der Hand und musst immer der Wolke hinterher rennen. Ach so, okay. Und du da aus der Erde schießt du übrigens die Maulwürfe, für die dich da abfacken wollen. Mhm. Ist ziemlich einfach eigentlich. Ach ja, ein bisschen Regen in der Wüste. Kann nie schaden. Let's go, man! Wow! Ich will ganz viel Wasser haben. Fies! Gib mir doch mal Wasser, Mensch. Ja, tanken, richtig schön tanken. Oh, richtig geil. Oh, geil. Nein, Wassermann. Ich will doch Wasser haben. Komm schon, beweg dich, Mario. Schneller. Du musst es reißen, yeah. Oh, richtig schön, nochmal aufgetankt, Kurzfeuer. Jetzt bin ich gespannt, wer am meisten Wasser gelutscht hat hier. Oh Gott. Oh mein Gott, jetzt wird's spannend. Dritter Weg schon mal, zweiter, erster, ja. Das ist die zweitgrößte Pflanze. Du hast den zweitgrößten Stängel hier. Wie man alles immer missinterpretieren kann, war es ja echt ätzend. Und du hast, 30, jetzt 30 wieder gekriegt. Kann man noch leben mit, oder? Ja. Hast du ja genug Münzen von Wario gekriegt, ne? Ja. Aber ich hab schön Finanzen gesammelt. Fett jetzt schon gar kein Geld mehr und muss jetzt außerdem 1 bis 3 würfeln. Oh Gott, er kriegt ein Glücksfeld. Bitteschön, Fetti. Ich will jetzt mal Nessie Nims sehen. Ja. Ach stimmt, kam er beim letzten Mal aber nicht, ne? Ja, eben. War mal dabei und kam nie. Tja. Das wird ja mal spannend. Da kannst du Stampfattacke machen, damit sich Nessie... Kennst du das aus dem Format für Nessie, ne? Ja, das kenne ich. Bam, 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 bam. Ein Lapras, ein wildes. Und ja, der Panzer fehlt. Ja, ne? Mhm. Ein Schlüssel, was will er denn damit? Ich kann also den Popo stecken. Ich hab letztens einen Speedrun gesehen. Von Mario 64, hier über Mario 64. Aber das zusammen gesehen. Ja, nee, ich hab mir nochmal unten eins angeguckt. Und? Alleine und da hat er so einen übelst krassen Trick benutzt. Da war auf einmal auf Nessies Insel drauf. Okay. Ja. Cool. Ist ja auch nice. Bam, bam, bam. Und wir haben Fischfutter. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht wirklich very good und so. Oh. Okay, ist einer meiner Lieblingsspiele eigentlich, aber nur weil ich Buttons machen kann. Also, erstmal lesen, ne? Schwimmen, was das Zeug hält. Denn Cheapy, der ist voll cheap, Alter, hat Hunger. Tauche unter den Minen hinweg. A, wiederholt Button zum Beispiel für Schwimmen, ist klar, ne? Und B oder Z kannst du ja auswählen für Tauchen. Was bringt mir Tauchen? Na, du musst unter den Minen durchtauchen. Ach so. Siehst du da auf der... Wir müssen von links nach rechts schwimmen und da unter die Minen also musst du mal durchtauchen. Also muss ich dann nur B... Also du musst dauerhaft A-Button zum Beispiel, aber zum Tauchen musst du einmal B drücken dann immer. Einmal. Ich glaub schon, ja. Es kommen mehrere Minen. Mhm. Aber du musst halt für eine Mine mal tauchen. Ah ja, gut. So. Ein Y erscheint über deinem Kopf, sobald Cheapy zu nahe kommt. Drücke wiederholt A, um wegzuschwimmen. Also Button smashen und B drücken. Kriegst du hin? Nochmal Hand locker machen. Genau, Achtung. Knickt so richtig schön in den Finger. Ja, ja. Scheiße, ey. Gehen wir mal zum Button smashen bereit machen. Let's go. Na dann, auf geht's. Let's go. Let's go. Let's go. Mein Gott. Ich kann die Button smashen, ich abgelenkt werde. Let's swim. Jetzt sitzt eine Frau neben mir, du bist ja komplett als Gamer geworden. Schwimm, schwimm, Mario, Fetti. Schneller, oh yeah! Mario, du hast sie gleich! Wow, das ist noch eine Mine. Oh, scheiße. Gaum, das findet ja voll lecker. Und Gaum, Mario, schnell! Wow!
Der mag ihn. Alter, richtig, komm, und nochmal aufgesnackt, Alter, oh mein Gott. Nom nom nom. Nom nom nom. Boah, schnell, Mario, Hilfe. Nein. Oh, oh. Das glaube ich jetzt einfach nicht, ey. Wurdest du weggeumnomnommt? Ja. Der Lutscher ist halt lecker, ne? Nein, geht nicht. Ach, wie man alles so schön mit Lutscher interpretieren kann. Kann Lolli sein, kann aber auch ein Homo sein. La, 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 la. Yeah, ich hab fast genauso viele Münzen wie du. Ich lasse den meinen Stern nicht. So, wo sind wir überhaupt rundenmäßig? Oh, haben wir Zeit. Im Itemshop geht er rein. Und was kaufst du dir? Ui. Gar nichts. Cool. Das war kein seriöser Kunde, Mann. Verpiss dich. Ist doch geil. Lutscher-Time. Mann. Schwanzlutscher-Time. Oh, super. Wow, du hast ja einen fasten Schritt, Alter, sag ich mal. Ja. So, ich habe jetzt hier die Chance, einen Stern zu ergattern mit einer neuen, die ich niemals kriege, wie ich mich kenne. Hab keine großen, fetten Pilze mehr, das ist voll doof. Jump! Ich kann das aber genauso gut. Ich sehe. Na gut. Ich werde nicht nach rechts gehen, dann werde ich schön bescheuert. Dun, 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 dun. Dum, dum, dum. Der sieht auch nicht besser aus. Muss ja da Fetti kann nichts kaufen. Oh, das ist keine Kohle, Mann. Tschüss, Mann. So, warte mal diesmal. Oh, ich will Puzzle Party, Mann. Puzzle Party. Fallball. Willst du mich verarschen? Ich will kein Fallball. Vielleicht kannst du das Spiel. Ich kapiert nicht. Mal gucken. Hüpfe mit dem Hüpfball. Hier so Pogo-Stick. Wisst ihr, Pogo-Sticks und so? Mhm. Hüpfe mit dem Hüpfball und gegen deine Mitspieler und stoß sie vom Spielfeld. Das ist so ein bisschen Lava-Insel-like, wisst ihr? Naja, nette mich gerade dran. Wo ist ohne Lava? Voll unepisch. War das Spiel aus Mario Party 1 mit den Wellen. Erinnerst du dich? Kugelstoßen? Kugelchaos? Kugelchaos? Nicht so sein. Da gab's mal Mario Party 2 auch. Bei Mario Party 2 gab's halt auch mit Hügeln und mit Eis in der Mitte, genau, ne? Das meine war der Kugelchaos. Genau. Hm? Achso. Joystick bewegen, A, sprengen und mit AZ, da kannst du halt angreifen. Musst du auch machen. Also mit A und Z kannst du, also bei mir AZ hier kannst du so ganz angreifen. Du weißt ja, wo dein AZ ist. Wir haben ja unterschiedliche Tastenbelegungen hier. So, mit der Zeit wird das Spielfeld natürlich immer wieder kleiner. Na, kennt man toll. Ja aus Lava-Inseln, ne? Die Platten verschieben sich und so. Weil die Blöcke in den Abgrund stürzen, stürze du nicht auch. Toller Tipp. Ja, da verkacken wir schon Bede, ich kann das Spiel nämlich auch nicht. Ich glaube, ich werde auch verkacken, ja. Dieses AZ, dieser Wirbel ist der Angriff, den musst du in der Nähe von den Gegnern machen. Hilfe, ich habe Angst. Lasst mich in Ruhe. Sterbt einfach alle! Krepiert! Ah, krepiert einfach alle, Mann! Verreckt! Tschüss, oh Fatima! Tschüss, Fatima! Oh Gott, hilf mir! Tschüss, Fatima! Lutscher! Lutscher! Nein! Scheiße, Mann! Oh, oh, oh! Ach, Gott, schon wieder der Fette, ey! Ich verstehe nicht, Alter. Ich verstehe bei dem Spiel. Das ist mir so schlecht. I'm the fattest. Oh Mann, nimm ab, ey, wenn das dich so stört. Das hätte er als erstes runterfallen müssen. Ja, so gravitationstechnisch, ne? Ja. Und wie springt der mit dem Ding? Platzt doch hinterher und dann ist Puff, Ende. Fetti, du cheatest, Alter, ich sage dir. Du bist ein alter Hacker. Er steht an den Hecken. Oh Gott, war der schlecht. Gut, vergessen wir das dann. Lutscher, jetzt ein bisschen größer hier. Ein bisschen größer, jetzt darfst du eine 3 schon mal machen. Ey, nein, ich will eine 2. Scheiße. Voll, mach da 1, Lubeck, ja? Nee, war auch nur 2. Nee, ich hatte eine 2. Ich hatte. Du standest hinter dem Shy-Guy-Feld und hast eine 1. Ja, und davon hast du eine 2. Ach, verdammt. Da bist du ein Feld besser geworden. Da ist auch ein Feld mehr. Oh! Oh yeah! Ich steh dich auf, Mann. Ich will einen Giftpilz. Na, den hätte ich davon nehmen können. Find das voll toll. Mario, kauf sie seinen 6. Stern, pornorös. Dann schwing! Das ist schon ein bisschen deprimierend. Echt? Wieso? Weil ich nur 2 Sterne hab. Ach, na, wird ja noch. Letzte 5 Runden jetzt nochmal erst richtig los, kennst du doch. Mit Duelle und so und Zeug. Hey! Da, oh, da ist der nächste gleich. Oh, kann ich nochmal rumlaufen. Geil! Freut er sich voll. Ah, ist das schön. Gleich nochmal laufen hier. Oh, gleich ein Item kaufen. Fertig, gleich nochmal in den Arsch treten. Dum, dum. Ein Goldpilz, bildschön. Gerne, Mann. Geil. Ja. Mario klingt schwul. Dum, bum, bum, bum. Oh, Fetti rennt vor. Oh mein Gott, er darf den Stern nicht kriegen. Was, wie läuft das da an?
Oh! Wusste der! Du bist ein Alter. Hacker! Der macht mich wahnsinnig. Der Fetti ist ein Hacker, ich wusste der immer. Oh Gott, warte, was hast du denn, eine goddeten Burger oder was? Mann, ist doch unfair. Ich kaufe einen Stern fair und er klaut sich einfach aus so einer Box. Oh, jetzt soll man Golf spielen. Ne, deine Sichtmine sagt mir, dass du das nicht so cool findest. Irgendwie nicht. Jetzt zieh er auf das Loch und schlage den Ball. Logisch, ne? Uh-huh. Jetzt gedacht, ne? Der Spieler, der dem Loch am nächsten ist, gewinnt. Links, rechts, Ball zielen. Also mit links, rechts kannst du hier diese... Da siehst du da so einen grünen Stick, ne? Diese grüne... Den Winkel, den musst du halt ungefähr so Richtung Loch lenken. Rauf und runter ist die Schlagkraft. Je weiter der nach oben geht, desto stärker schlägst du. Und A ist, ja, dann zuschlagen. Du hast übrigens nur 10 Sekunden, um den Winkel zu justieren. Das musst Na, du aufpassen. Toll. Wir können da mal üben, wenn du willst, oder? Wenn nicht, das hört sich kompliziert an. Ja, ist auch ein bisschen kompliziert. Ich hab damals auch nicht mal geübt, das weiß ich noch. Versuche den richtigen Winkel zu finden. Jeder Spieler, der den Ball ins Loch schlägt, gewinnt Münzen. Also wenn einer ins Loch schlägt und die anderen schaffen es nicht, dann hat er im Loch auf jeden Fall gewonnen. Das ist klar. Der hat den Asse liefert, weißt du? So. Oh. Jetzt habe ich vergessen, R vor Praktise zu drücken, das ist schlecht. Okay, da ist das Loch. Flop. Okay, dann hoffen wir, dass das mal klappt. Ich kann es ja vormachen, siehst du ja mal. Zum Glück. Oh, ich weiß aber auch nicht mehr, wie es funktioniert, aber ich glaube, ein bisschen stärker muss ich es noch machen. Oder ist ein Hügel, heißt ungefähr so. Und Swap! Oh, schlecht, ich wollte weiter nach rechts, Mann. Oh, Ja, das lief schon mal schlecht. Er flappt den Ball ziemlich genau dahin. Oh, 1 Meter, schon mal besser als ich, ja. Na toll. Alle eher so. Er ist noch ein bisschen näher. Oh, 0,90. Ich bin übelst sehr weit weg wieder. Ich mach jetzt einfach mal so. Flap! Na klar, du spielst ja das erste Mal gewitzt, ja. Instant, Alter. Kannst du Golf? Nö, ich hab schon mal Minigolf gespielt? Minigolf? Ja. Aha, doch, das hab ich schon gespielt, aber dieses richtige noch nicht. Ich hab Minigolf auch schon mal gespielt, da krieg ich nicht hin. Bin zu blöd dafür, ich kann nicht gehen. Das ist so viel Fühlen und so viel Tastsinn dabei, das ist einfach Schwachsinn. Golf ist ja angeblich der Sport der Reichen. Der Schnösel. Hm. Leute mit so viel Geld in den Arsch backen. Und so, weißt du? So, Quichu, der Welt, das Marocken hier. Bam, bam, bam. Oh. Alle Krise Glücksfelder. Oh. Ich beantworte eine Frage, Mann. Gerne. Mann, du bist ja ehrlich, Mann. Ich gebe dir so viel Alter für Spaß. Oh, Alter. Voll krass. Noch ein Schlüssel. Oh, voll. Jetzt kann er sich einen Schlüsseldienst öffnen. Dum, dum, so, du dum. Jetzt darfst du schon nur 3 machen. Mal gucken. Oh. Nur 1. Das ist aber ein Rückschritt. Obwohl, eigentlich ist das gar nicht so schlecht, wa? Ja, ne? Komm ich ein bisschen rüber. Fetti! Hallo. Ey, du hast Fetti vorwärts geholfen! Fies! Oh oh. Oh oh, ihr steht alle beide kurz vorm Stern, ne? Oh! Oh! Scheiße, ich hab einen Goldpilz, mal gucken, ob ich das schaffe. Oh nein! Über eine 8 muss ich schaffen, das sollte machbar sein, Scheiße. Oder? Mann, ey, da hab ich meine Chance auf den Stern und der so ein Dreck, ey! Top, da, da! Der Wario hat ja nicht genug Geld! Der könnte dir den Stern nicht glauben. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann hört er dir wahrscheinlich. Wenn du über eine 4 machst. Ach, naja, Mann. Oh ja, yeah. Damit habe ich es eigentlich schon fast geschafft, oder? Ja, geil. Stumm. Meiner. Winkel, Winkel, Stern. 15. Pornorös. Down, 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 down. Oh, dum, dum, down. Vielleicht kommt ja der nächste zu dir. Das bricht mir das Herz. Es bricht dir den Stern. Oder so ähnlich. Ich hab schon den 7. Pass auf, gleich kriegt Fetti da wieder einen unsichtbaren Block und kriegt wieder einen Stern, damit er wieder mich wieder aufholen kann. Dann schlage ich ihn. Oh, da weg dabei. Oh, er bleibt auf der linken Seite, aber ganz unten diesmal. Boah, ey. Da können wir hinlaufen. Mal gucken, wer schneller ist. Ich hab ja noch ein paar Schritte übrig. Oh, 6. So. Ach, Mann. Ach, nee, geht ja gar nicht. Ach, Kacke, geht ja gar nicht. Ah. Wir brauchen jetzt erst einen goldenen Giftpilz, sonst kommen wir da nicht runter. Na toll. Ist ja scheiße. Muss ich Giftpilz kaufen? Okay, cool. Kein Ding. Ich hab doch Kohle on Mars. Ich steh nicht auf, ich will einen Giftpilz. Na, ist ja gut, wir haben es kapiert, Mann.
Ist so alles easy peasy, so wie sieht's eigentlich aus mit der Runde? Oh, die Runde jetzt noch und dann machen wir weiter Cut und dann haben wir den letzten Part. Yeah. Also, passt, da kommt dann noch eine Map. Hinten dran ist bestimmt irgendwie ein Name einer Bar in Köln, oder? Hinten dran? Na klar. Naja, kann ja sein. Wegen so Köln und Schwule, wisst ihr? So, hinten dran. Scheiß Witze. Oh, Chaos Kabuff wäre cool gewesen. Oh Mann, wie viel. Wenn du das sagst. Chaos Kabuff, ja. Irgendwie erinnert mich, dass das cool war. Achso, da musste man so Items in Regale einsortieren. Oh Gott. Jeder, der schon mal im Netto gearbeitet hat, der kann das gut. So, rasante Regatta, ne? Rennspiele sind ja deine Lieblingsfreunde, ne? Aber richtig, ich liebe es. Spring in ein Motorboot und flitze los. Der erste, der 5 Runden beendet, gewinnt. Lenken, beschleunigen. Also A gibt's einfach nur Gas und Lenken, ne? Ah, bist du zu schnell, kommst du nicht gut um die Kurven. Wäre nicht zu schnell. In der Praxis würde ich aber sagen, wer bremst, verliert. Wie sind die eigentlich in das kleine Ding reingekommen? Nein. Oh, drück nein. Da mal A, du musst Gas geben. Wir fahren rückwärts. Ich mach irgendwas falsch. Hallo, oh nein. Du musst einfach nur links zum Lenken, so wie du ein Auto lenkst. Nach links, links, dann nach links, nach innen. Hallo, Wand. Hallo. Ja, du kannst das einfach nicht. Du musst nach links lenken, Mann. Wieso kann ich jetzt andersrum? Na, weil da links innen ist, aber wieso lenkst du denn so viel links? Keine Ahnung. Was machst du denn da? Du musst nur links, rechts lenken. Du checkst die Spiele einfach nicht, ne? Nicht wirklich. Du solltest keinen Autoführerschein machen. Du musst da links lenken. Wir werden es noch eine Runde schaffen. Scheiße. Nö. Tschüssi. Bis später. Oh nein, ich habe nicht mal eine Runde geschafft. Ja, bist du gerade rückwärts gefahren. Das auch nicht. Du musst nur nach links und nach rechts machen. Mehr musst du da gar nicht machen. Tja. Du hast das auch bei den allen ganz anderen Spielen hier gecheckt, irgendwie, ne? Kann das sein? Genau, sie beim Schlittschuh laufen. Ja, da ich ist glaub, das da auch waren so. Wir schon mal, da fahre ich immer gegen die Wand, grundsätzlich. Immer busch. Ach, das ist gibt nicht da kein unten und oben. Du musst einfach nur links und rechts lenken. So wie mein normales Auto auch lenkt. Links in die Kurve, rechts ja, das, außerhalb. Das schaffe ich ja. Ahaha. Ich mit dir feige, weil ich im Auto, wenn du mal einen Führerschein hast. Oh, Yoshi, jetzt leg da aber richtig los hier. Jetzt will er wissen. Entschwing. Nee, das sage ich jetzt nicht. Was denn? Ich bin doch schon Auto gefahren. Ist egal. Und ich lebe noch. Ja, das Auto, aber wir wissen ja nicht, wie es dem geht, ne? Gut, Freunde, wir machen mal einen Cut. Wir haben unsere 5 Runden. Nee, haben wir noch ja nicht, ne? Das ist ja mal die 26, wo wir einen Cut machen müssen, ne? Wie du möchtest. Wie du möchtest. Aber wir machen jetzt einfach einen Cut. Okay. Denn die nächste Folge machen wir auch noch. Freunde, bis dann wieder mal. Macht es gut, haut rein. Tschüssikowski und... Ciao.